Also Dookie ist halt so das erste Fohlen, deswegen tue ich mich damit auch so ein bisschen schwer. Also ich würde eher zu einer weiteren Stute tendieren. Habt ihr generell mal Bock, dass ich mal ein Pferd erstelle? Susul, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder zurück und wie könnte das anders sein? Wir haben schon wieder Gewitter. Also ganz ehrlich, der Sommer ist halt, also ganz ehrlich, der Frühling war bescheiden. Der Sommer auch, es ist echt wie im echten Leben im Moment. Katastrophe. So, ich hatte jetzt übrigens geschaut, viele von euch hatten geschrieben, dass sie eher dafür wären, Duke zu verkaufen, weil wir ja schon ein Schimmelchen haben. Ich bin aber tatsächlich am Überlegen, ob wir nicht, ob wir nicht beide verkaufen und gucken, ob wir nochmal ein Pferd retten und dann noch eine weitere Stute bei uns einzieht. Das wäre eigentlich die sinnigere Methode, dass wir zwei Zuchtstuten haben. Also vielleicht tatsächlich beide Fohlen verkaufen und ja, ich weiß nicht, also zu meiner Idee der Art des Verkaufens, dass wir sie halt nicht komplett aus dem Spiel löschen lassen, sondern dass wir sie aus der Familie entfernen, einer anderen Familie in den Haushalt verschieben und uns dann den Kaufpreis aufs Konto cheaten, in Anführungsstrichen. Dazu waren jetzt noch keine Rückmeldungen gekommen. Also ich hoffe, da kommt auch noch eine Rückmeldung zu. Ich finde eigentlich die Idee ganz cool, aber mich würde halt auch wirklich mal interessieren, was ihr dazu sagt. So, sie hat sich schon wieder ins Bettchen gelegt, weil sie Angst hat. Sie kann jetzt gerade erstmal die Dings da reparieren. Würde ich mal so sagen. Da muss sie wenigstens nicht raus. Heutige Vorhersage, den ganzen Tag Gewitter. Wehe, es zerlegt mir hier wieder irgendwelche Sachen im Haus. Dann werde ich echt langsam rasend. Guck mal hier hinten, hier hat es auch jetzt Präriegras zerlegt. Kann sie alles wegwerfen. Deswegen fühlt sie sich hier auch so unwohl, weil Müll rumliegt. Schmutzige Umgebung. Weil hier halt draußen überall der Boden verkohlt ist. Alleine hier schon an vier Stellen. 1, 2, 3, 4. Weil einfach dauernd hier der Blitz einschlägt. Das ist scheinbar kein gutes Grundstück, was das angeht. Das scheint irgendwie prädestiniert für sowas zu sein. Also Dookie ist halt so das erste Fohlen, deswegen tue ich mich damit auch so ein bisschen schwer. Warte mal, kann ich die, wenn ihr die eh in den Mülleimer schmeißt, kann ich die nicht selber auch? Ne, kann ich nicht. Da dampft schon wieder, da ist die Kacke schon wieder am Dampfen. Hier kann ich schon wieder alles Mögliche verkaufen. Würde ich jetzt tatsächlich, glaube ich, auch machen. Aber was muss ich machen, damit die Qualität noch mehr steigt? Wobei ich auch nicht weiß, ob bessere, ich weiß nicht, ob bessere Weintrauben oder bessere Früchte, die von der Qualität her besser sind, ob die dann auch noch bessere Nektar geben, das weiß ich nicht. Da bin ich überfragt. Bin ich ganz ehrlich mit euch. So. Wir können ihn hier mal so ein bisschen betüddeln nochmal. Ah, es ist natürlich, was bei ihm cool ist. Ich glaube halt echt, er hat eine cremefarbene Mähne und einen cremefarbenen Schweif. Ich glaube, er ist eine Mischung aus den beiden geworden. Das finde ich natürlich bei ihm auch schon wieder interessant. Er ist halt ganz der Papa. Aber ich glaube tatsächlich, also ich würde eher zu einer weiteren Stute tendieren. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich wirklich das Sinnigste. Weil dann haben wir halt immer, dann können wir mit Gypsy zum Beispiel erstmal, erstmal weitere Turniere vielleicht noch gehen. Sie weiter trainieren und hätten dann die andere Stute, mit der wir halt weiter züchten können, um dann die Fohlen zu verkaufen. Weil das ist ja momentan der Pferdeverkauf und der Nektar. Das sind ja hier im Moment zumindest unsere Haupteinnahmequellen. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Was ist denn hier gerade eigentlich los? Und warum denkst du an Herzchenunterwäsche, Goofy? Aber dann würde ich vielleicht tatsächlich als erstes... Ach, aber Dookie. Oh. Wir können es natürlich auch mal anschauen, wie er erwachsen aussieht.
Das wäre natürlich auch mal eine interessante Sache, finde ich. Also, könnten wir durchaus mal machen. Habt ihr generell mal Bock, dass ich mal ein Pferd erstelle? Dass wir mal irgendwie eins komplett frei basteln? Was ich jetzt hier interessant finden würde, wäre tatsächlich eine gescheckte Stute zu haben. Weil wir dann einfach noch mehr optische Möglichkeiten hätten als bei einem einfarbigen Pferd. Das würde mich schon sehr interessieren. Aber ich würde es halt lieber retten, als es zu erstellen und dann in die Familie zu packen. Aber müssen wir mal schauen. Vielleicht. Hä, ja. Also ich würde auf jeden Fall erstmal bei Pferden gucken, die noch zu retten sind. Wie sich das anhört. Wie teuer wäre denn Duke? Duke würde im Moment eh noch nicht viel bringen. Er würde einfach 1250 nur bringen. Das ist echt nicht viel. Das ist echt nicht viel. Und Duke 1100. Also dafür, dass Duke so viel besser ist vom Charakter, also 2 Punkte besser, wundert mich das eigentlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können natürlich mal schauen. Ah, hier. Hier füllen wir gleich erstmal die Heuraufe mit Präriegras auf. Hier könnten wir das Präriegras nochmal ernten. Warte mal, ich kann doch auch die Häufchen, die Aschehäufchen, theoretisch in der Küche ablegen. Dann hat sie es nicht so weit bis zum Mülleimer, gewusst wie. Und hier packen wir nochmal ein bisschen neues Präriegras hin, weil das ist ja nicht teuer. Das waren jetzt 15 Simoleons. Und ich kann jetzt halt einfach sagen, okay, alles, was ihr im Präriegras habt, ernte ich ab und guck nochmal, ob da vielleicht auch noch Nektar drin ist. Ich glaube, der Nektar, der aus dem Präriegras kommt, kann theoretisch nämlich auch schon vorgereift sein, weil der da schon lange drin gelegen hat. Übrigens, falls ihr euch wundert, wenn ich schon mal so ein bisschen nach rechts gucke, ich habe mein Handy rechts neben mir mit der Stoppuhr laufen. Und manchmal geht einfach der Bildschirm aus, das ist super nervig. Das hilft mir nämlich so ein bisschen hinterher bei der Schneidearbeit, mir das zu erleichtern, damit ich weiß, wenn ich irgendwo in der Folge einen Cut gesetzt habe, dann finde ich den bei der und der Zeit. So, oh, Duke hat Spaß. Und was haben wir bekommen? Wir haben eine Ananas bekommen. Okay, wir haben eine Ananas aus dem Präriegras bekommen. Auch nicht schlecht. Warum hat sie die Stereoanlage nicht repariert? Kommt sie da nicht dran? Oh, Dukey. Goofy, geh hier mit der... Ach, verdammt, ich glaube, der wollte das gerade... Der wollte jetzt hier aber nichts fressen, oder? Anschmiegen, Fellbürsten, oh. Witz erzählen, Hals massieren. Also es ist schon wirklich sehr, sehr putzig gemacht. Ich würde mir noch mehr Abwechslung wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass es mit der Zucht ein bisschen besser geregelt ist. Als es eben geregelt ist, dass es mehr Abwechslung gibt. Aber wer weiß, vielleicht kommt da ja irgendwann mal noch ein Mod aus der findigen Community. Da wird ja doch wirklich sehr, sehr viel gebastelt, kann man gar nicht anders sagen. Also Hut, aber ich finde das immer krass, was da so alles gemacht wird. Was ist mit ihm? Er fühlt sich unwohl. Warum fühlt sich denn der kleine Kater Felix unwohl? Profil öffnen. Ist auch geschickt. Hm. Ich kann es echt, das Bild. Ich liebe es immer noch. Aber ich kann da jetzt nicht sehen. Oh, hier. Ihren ersten Pferdewettbewerb gewonnen. Genau, junge Erwachsene Meilenstein. Was hat sie hier? Einen Job finden. Will sie einen ersten richtigen Job finden oder wie? Das Problem ist natürlich, wenn wir ihren Job geben und ihr diesen Wunsch erfüllen, dann kann sie halt hier erstmal noch weniger machen. Oh, das ist aber nett von dir, Izumi. Oh, hier, da müssen wir gleich mal einen Stall sauber machen. Die Heuraufe, die füllen wir mit Präriegras auf. Der Sunset steht schon mal auf, das heißt... Ah, nee, Quatsch. Die Dings hätte aufstehen müssen. Guck mal, vielleicht macht sie ja jetzt hier überall noch sauber. Das wäre natürlich nicht unpraktisch. Oh, das Katzenklo ist auch schon wieder dreckig. Leute, ich werde das Gefühl nicht los, dass es keine gute Idee war, sich die Katze anzuschaffen. So, kriegen wir wieder eine Reduzierung beim nächsten Mal? Mit den Problemen zu übersehen. 50 Simoleons. Beim letzten Mal gab es hier bei uns eigentlich nicht wirklich was zu übersehen. Da war alles immer voll supi und so. Oh Gott, ihr geht's gerade richtig schlecht. Gypsy, aufstehen. Nicht, dass mich das Veterinäramt gleich wieder überrascht. Gut gemacht. Wir erfüllen alles und wir kriegen einen
ermäßigten Rechnungsbeitrag. Hier, Stallplatz. Aber jetzt frisst du doch erstmal was, Gypsy. Und Sunset, der frisst jetzt hier wieder. Ich speichere lieber mal gerade ab. Nicht, dass ich dann gleich wieder um ein Pferd ärmer bin. So, ich habe jetzt die Cecilia mal noch ein Bild malen lassen. Ein großes klassisches Gemälde. Können wir immerhin für 221 verkaufen. Sind 121 Simoleons Gewinn. Oh, wir haben Level 2 der Fähigkeit Unternehmen erreicht. Cecilia sprüht nur so vor fantastischen Geschäftsideen und kann jetzt online für ihr Geschäft werben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß es aber tatsächlich nicht, ob dann irgendwie es möglich ist, mehr Geld damit zu verdienen mit den Bildern. Da bin ich überfragt. Die kleine Maus, die können wir erstmal wieder scheren. Dann putzen wir sie. Das Leben als Zuckerwatte reden. Erstmal wieder so die Klassiker. Und dann, Leute, dann legen wir hier mal eine Stange rein. Ich möchte nämlich unbedingt endlich, hier mal ein bisschen höher hüpfen. Nee, wisst ihr, was wir danach erst noch machen? Pferd anweisen, mit Fässern üben. Sunset. Der kann nämlich danach auch mal ein bisschen was machen hier. Hier packen wir die Stange dazu. Der Amber Grove ruft an. Es ist schön, deine Stimme zu hören, Cecilia. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Ryan Schwarz besser kennenlernen sollte. Er scheint recht nett zu sein. Nee, du bist verheiratet, mein Gutster. Also ja, besser kennenlernen heißt erstmal nicht sonst was. Aber wir rufen jetzt die Gypsy erstmal herbei. Ein rechter Platz ist frei, da wünsche ich mir die Gypsy herbei. So oder so ähnlich. Ah, die Süße. Was ist denn hier schon wieder los? Wir stehen hier alles rum. Seit wann habe ich denn so viel Besuch hier? Er stinkt. Der Mortimer Grusel ist das, oh mein Gott. Den kenne ich ja gar nicht mehr so, wie der aussieht. Wer ist das? Salma Chukri. Und dann würde ich aber ganz gerne... So, sie blinkt und blitzt. Dann können wir gleich mal aufsteigen. Hier hinten ist noch ein Haufen. Und dann können wir hier mal die ersten Sprünge drüber wagen. Aber einmal auch bitte das Outfit ändern. Ich möchte gerne Springklamotten anhaben, wenn wir da drüber jumpen. So, Leute. Fortgeschrittene Sprünge üben. Jetzt wird's spannend. Geh doch aus der anderen Richtung, ist mir egal. Aber ich möchte jetzt hier mal... Ich möchte mal was sehen hier. Die soll auch mal was tun für das Futter, was sie kriegt. Spaß. Oh, da war ich wohl etwas zu niedrig mit der Kamera. Die war aber hier. So, Level 6 der Sprungfähigkeit erreicht. Müssen wir gleich mal gucken. Oh, das war nix. So, was hat sie denn jetzt dadurch erreicht? Nach ihren Lieblingssprüngen kann sie jetzt gefragt werden. Und sie bringt eine etwas bessere Leistung. Ja, das war doch nicht schlecht, wer joggt da? Ach, das ist wieder der Mortimer Grusel. Nur diesmal in Sportklamotten, ja gut. Aber wie cool das aussieht. Also das ist schon cool, oder? Jetzt, ich würde mir halt nur noch eine größere Vielfalt an Hindernissen wünschen. Aber das ist schon echt nice. Wollen wir das auch direkt nochmal hier in der Ego-Perspektive uns anschauen? Also es ist gar nicht so weit weg vom Original. Das Gefühl, das fehlt halt. Kann ich eigentlich auch hier in der Perspektive kann ich nicht... Uah. Da kann ich nicht pausieren. Guck mal, die hat schon... Oh. Aber ganz ehrlich, auch das hier, wie das einfach aussieht... Da ist der Sprung einfach mal weg, der schämt sich. Wie cool das einfach aussieht, wenn ein Pferd verweigert. Ich finde, das ist halt einfach... Das trifft es halt einfach so gut. Also Entschuldigung, gerade für das Standbild, aber das musste ich mir einfach... Das musste ich mal auf mich wirken lassen, so als Pferdenerd ist das... Ja, also die springt da schon wirklich ordentlich drüber. Nicht schlecht. Gibt es da schon die ersten Invisible-Hindernisse, wo man quasi alles dann drunter bauen kann?
Wäre auch interessant. Wäre auch interessant, das rauszufinden. So. Da laufen sie von dannen. Was will sie jetzt mit Felix machen? Sie will ihn rauslassen. Macht der innen drin schon wieder Blödsinn? Macht der schon wieder Chaos, der Junge? Er hat hier auf jeden Fall einen Wollball rausgeholt, einen Wollknäuel. Also echt. Oh, Haarbüschel entfernen. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir das Ding da endlich mal repariert kriegen. Das geht ja nicht. Ach ne, tatsächlich, guck mal, da können wir nicht hin. Müssen wir halt Trick 17 anwenden. Guck mal, es hat sich schon Level 4 der Geschicklichkeitsfähigkeit erreicht. Das ist schon cool. Also eigentlich bin ich wirklich ein Fan davon, den eigenen Sim alles reparieren zu lassen und die Sache nicht irgendwie an externe Handwerker zu geben. Nein, also es ist schon praktisch, weil dadurch spart man sich halt Geld, weil man keinen Techniker holen muss. Man bekommt Tuning-Teile, wenn man das jetzt noch durchsuchen würde, mit denen man Sachen verbessern kann. Also es ist im Endeffekt, es ist eigentlich, was alle Sachen angeht, besser. So, hier bitte einmal jäten. Müssen die gegossen werden? Nein, müssen sie nicht. Aber hier hinten, die sehen irgendwie ziemlich karg aus gerade. Die könnte ich hier vielleicht, Pferde mit hervorragender Qualität, die könnte ich vielleicht hier wirklich nochmal alle drei mit dem, ja alle vier mit dem guten Dünger düngen. Dann ist zwar die hervorragende Qualität komplett weg, aber die sehen eh irgendwie nicht so gut aus. Hier, weiterentwickeln. Jetzt konnte ich es aber weiterentwickeln. Jetzt ist die Qualität deutlich höher. Guck mal da. Die da hinten habe ich ja eh schon weiterentwickelt. Die sind jetzt auch deutlich besser. Ja. Ist doch gut. Und ich will hier nochmal schauen, wie sieht das jetzt hier aus mit dem Nektar? Der teuerste bringt jetzt immer noch 990. Moderat gereift. Er ist noch nicht besser geworden. Naja, da werde ich auch mal noch schauen, was ihr wegen dem Keller dazu sagt. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir werden wahrscheinlich beide Folies verkaufen. Und nach einer weiteren Stute schauen, mal mit einer ganz anderen Farbe noch, dass wir eben, wie gesagt, mit einer Stute züchten können, mit Gypsy dann erstmal Turniere reiten können und sie weiter ausbilden können und so weiter und so fort. Und ja, wir können uns ja trotzdem, wenn wir eine Stute retten, können wir uns ja trotzdem anpinseln, wie wir wollen, wenn ihr möchtet und Bock drauf habt. Dann können wir auch mal so eine Folge zwischendurch machen. Ich hätte auf jeden Fall mal Bock drauf. Können wir einfach mal schauen, dass wir dann uns quasi ein Pferd retten mit einer gewissen Grundfarbe und die komplette Musterung, die machen wir dann selber. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut und bis dahin. Tschüss!